Assalamu alaikum, ich heiße Talha. Assalamu alaikum, mein Name ist Sulaiman. Und das hier sind Mama und Papa. Hey, ich bin Amr. Und ich bin Zainab. Das ist unsere Katze Nono. Und zusammen sind wir die Familie Bahimi, Afrika-Abenteuer. Geht es jetzt wirklich los? Wow, ich kann es gar nicht glauben. Ich bin so aufgeregt. Ich auch, Alhamdulillah, aber auf dem langen Flug habe ich so gar keine Lust. Das kann ich nachvollziehen, aber fokussieren wir uns doch alle auf das Endergebnis, nämlich unser neues Zuhause. Aber Papa, was passiert denn mit unserem Möbel? Hier steht doch noch so einiges. Die Umzugskartons, die wir gepackt haben, wurden ja schon abgeholt und unsere letzten Möbel werden auch heute noch abgeholt. Da helfen uns Oma und Opa dann. Die sind für die Spedition da, Alhamdulillah. Und wenn wir am Haus sind, dann werden alle unsere Sachen inshallah auch wieder zu Hause ankommen. Alhamdulillah, ist das möglich. Ich bin auch froh, dass für Nono alles geregelt ist. Ich bin ja schon ein bisschen nervös. Inshallah übersteht sie auch die Reise gut. Das wird schon werden, inshallah. Es ist soweit. Das ist das Taxi. Na, seid ihr alle bereit für unser neues Leben? Ja! Vergesst nicht alle fleißig Dua zu machen, wenn wir reisen. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte sinngemäß, es werden 3 Bittgebete sicher erhört. Und eines davon ist das Bittgebet auf der Reise. Ich bin ja so müde. Alhamdulillah, haben wir den Flug geschafft. Ich bin auch kaputt. Hey Papa, an dieser Hütte hast du doch auch übernachtet bei dem Trip, oder? Ja, genau. Hier bringen wir manche unserer Besucher unter, da die Reise ja doch schon ganz schön lang ist. Die Hütte habt ihr heute für euch. Ich werde euch morgen, inshallah, hier abholen. Hier ist es so schön, mashallah. Die Natur ist wirklich überwältigend. Na dann wartet erstmal ab aufs Reservat. Ich bin so gespannt, aber erstmal will ich ins Bett. Na dann ruht euch gut aus. Ich dachte, ihr zwei fliegt morgen inshallah mit mir im Flugzeug mit. Und eure Eltern können den Jeep nehmen. Was meint ihr? Echt jetzt? Wow, ja gerne. Jetzt bin ich wieder wach durch die Aufregung. Na kommt mal rein, jetzt ruhen wir uns erstmal schön aus. Im Kühlschrank steht auch noch Essen für euch. Meine Frau Noor hat es gekocht. Ihr braucht es nur noch aufzuwärmen. Was für eine Erleichterung. Mashallah, barakallahu fikum. Wafiq und bis morgen. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na, das müsste doch Hamza sein. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na, konntet ihr euch gut ausruhen? Wir sind fit wie Turnschuhe und bereit für den Flug. Haha, das freut mich zu hören. Hier, Amr, die Autoschlüssel. Ich warte mit den Jungs inshallah am Reservat auf euch, ja? Geht klar. Genießt den Rundflug, Jungs. Das werde ich auf jeden Fall. Bis dann. So, Bismillah, los geht's. Cool. Oh, ist das etwa der kleine Maki da drüben? Genau, wie ich sehe, sind die Kinder schon da. Papa, Mama, seht doch mal, ein echtes Elefantenbaby. Papa kennt den doch schon, Talha. Mama, wir durften dem Baby gerade etwas zu essen geben. Ist das nicht der Knaller? Mashallah, das ist ja wirklich nicht zu glauben. Subhanallah, was für ein Segen, dass wir das hier erleben dürfen. Schön, dass ihr auch gut angekommen seid. Oi, 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 Allahumma barik, da ist ja auch der Rest der Familie. Ahlan wa sahlan allerseits. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, lieben Dank. Kommt doch rein zum Chai trinken. Es ist alles vorbereitet und danach könnt ihr ins Haus. Oh, ich möchte so gerne noch bei Maki bleiben. Ich auch. Geht ihr rein zum Chai trinken und ich bleibe mit den Jungs noch etwas bei unserem Riesenbaby. Hey ihr zwei, ich kann euch gleich mal zeigen, wen wir hier noch so haben. Ja, gerne. Ich habe meine Frau mitgebracht. Die wartet drinnen schon sehnsüchtig und möchte deine Frau kennenlernen, Amr. Schaut mal, Jungs, lasst uns mal in den Jeep steigen und ein Stück weiterfahren. Ich zeige euch was noch Spezielleres wie...
Das glaube ich ja jetzt nicht. Ein Löwenbaby? Wow, der ist so schön, Alhamabarik. Wieso ist es ganz allein? Der Kleine ist erst seit gestern hier. Er lief an der Reservatsgrenze hin und her. Wir kennen nun mal alle Tiere im Reservat. Aber der Kleine hier, wir können uns nicht erklären, wo er herkommt, subhanallah. Er tut mir leid, so ganz allein. Unser Ziel ist es bald zu versuchen, ihn mit einer anderen Löwenmama zusammenzubringen. Aber das dauert noch etwas. Erstmal ist er hier in Quarantäne ein paar Tage. Was bedeutet das denn? Alle neuen Tiere in der Pflegestation werden die ersten paar Tage von den anderen Tieren getrennt, um sicherzugehen, dass sie auch gesund sind. Bisher sieht es gut aus, aber wir machen noch ein paar Tests und warten noch etwas. Darf ich vielleicht bei ihm bleiben? Er muss sich ja total einsam fühlen. Allahumma barik, du bist ein lieber Junge. Natürlich kannst du noch etwas bleiben. Nein, ich möchte auch hier schlafen, bei ihm. Natürlich nicht im Gehege, aber ich könnte hier campen. Dann wäre er nicht so allein. Das habe ich tatsächlich gestern Nacht auch gemacht. Wir können ja mal deine Eltern fragen, ob sie einverstanden sind. Natürlich würde ich bei dir bleiben. Und du musst immer bedenken, dass auch wenn diese Tiere hier niedlich aussehen, sie trotzdem immer wilde Tiere bleiben und auch bleiben sollen. Ja, natürlich, das verstehe ich. Also ich freue mich eher auf mein Bett, anstatt auf ein Campingzelt. Ich kann es gar nicht fassen, dass Mama und Papa zugestimmt haben. Subhanallah. Hey Kleiner, wir werden dir heute Gesellschaft leisten. Du bist nicht allein. Alles klar, ich leg mich schon mal hin. Bleib noch kurz hier. Keine Sorge, ich werde auf meine Sicherheit achten. Alles klar, komm doch gleich nach. Oh, Hamza ist aber schnell eingeschlafen. Haha. Huch, oh nein. Bin ich zu dicht dran gewesen? Er hat mich nicht gebissen, sondern nur gestupst. Hey, er legt sich hin. Na komm, mein Lieber. Ich bleibe ganz nah bei dir. Du bist hier sicher. Subhanallah. Haben die beiden tatsächlich die ganze Nacht so geschlafen? Es passiert nicht oft, aber manchmal haben wilde Tiere ein ganz besonderes Verhältnis zu manchen Menschen. Da bin ich ja mal gespannt, wie das weitergeht. Assalamu alaikum, hier ist Amr. Oh Adam, schön, dass du anrufst. Geht's dir gut? Ja, danke, mir auch. Oh klar, gerne. Bis später dann, inshallah. Na, wer war das denn? Ich habe gestern in der Moschee zufällig unseren Nachbarn Adam kennengelernt. Wir haben Nummern ausgetauscht und er und seine Frau laden uns heute Mittag zum Essen ein. Die zwei haben auch drei Kinder. Allahumma barik. Oh, wie schön. Ja, cool. Dann können wir schon mal neue Kinder kennenlernen. Mama, Papa, sagt mal, was ist das eigentlich für ein Geschenk, was da seit gestern steht? Oh, subhanallah, das hatte ich ja ganz vergessen vor lauter Stress in der Pflegestation und hier zu Hause noch mit dem Auspacken. Das ist von Dr. Bachil und seiner Familie. Ich habe mich schon gefragt, wann wir das endlich aufmachen können. Darf ich es öffnen? Ja, klar, mach auf. Oh, es sind Klamotten. Klamotten? Ein ungewöhnliches Geschenk. Lass mal sehen. Da ist eine Karte drin. Eine kleine Aufmerksamkeit für euch, denn wir freuen uns sehr über eure Auswanderung. Das sind alles Klamotten aus reinem Leinenstoff. Ihr seid ja die Hitze hier noch nicht gewöhnt und in diesen Klamotten werdet ihr weniger schwitzen, da der Stoff eure Haut gut atmen lässt. Wir hoffen, es passt alles und es gefällt euch. Eure Familie Bachil. Subhanallah, wie nett. Jetzt macht das Ganze natürlich auch Sinn. Das ist so aufmerksam. Das ist wirklich sehr nett, mashallah. Ja, lasst uns es gleich anprobieren. Hey, super, passt ja alles und sieht richtig schön aus. Ja, Allahumma barik. Na kommt, jetzt ist doch Zeit, um zu den Nachbarn zu gehen. Bei den Bachils bedanken wir uns natürlich auch noch. Assalamu alaikum allerseits. Ja, super schön, dass ihr Zeit habt. Kommt doch alle rein. Amr, deine Frau kann nach links ins erste Zimmer gehen zu meiner Frau und ihr Kinder könnt geradeaus. Meine warten schon sehnsüchtig auf euch. Und du, mein Lieber, komm mit mir. Wa alaikum salam. Alles klar. Assalamu alaikum Zainab. Ich bin Naila. Wie schön, dass du da bist. Setz dich doch. Wa alaikum salam. Danke dir für die Einladung. Wir freuen uns sehr. Hallo, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wer seid ihr denn?
Ich heiße Talha und das ist mein kleiner Bruder Suleiman. Wer seid ihr? Ich bin Menya und das ist meine Zwillingsschwester Kayla. Wir sind beide 6 Jahre alt. Zwillinge, wie cool. Und ich bin Yusuf, ich bin 8 Jahre alt. Hey, habt ihr Lust, etwas richtig Cooles zu sehen? Klar, was denn? Nicht weit von hier wurde gestern eine Buschrutsche am großen Baumhaus eröffnet. Alle Kinder dürfen rutschen. Wollen wir hin? Das hört sich richtig cool an. Ja. Papa? Oh, was ist los? Wir wollten Suleiman und Talha die Buschrutsche zeigen. Dürfen wir? Geht das in Ordnung, Amr? Die Rutsche ist etwa 5 Minuten entfernt. Die Kinder kennen den Weg dahin in- und auswendig. An diesem Baumhaus ist immer etwas los. Ja klar, geht ruhig dort spielen. Ja! Das ist also die Buschrutsche? Ja, die nennen wir halt so, weil sie im Busch steht. So nennt man das hier. Lasst uns gleich hoch und rutschen. Ja! Ja. Boah, wie cool. Wie ist die Rutsche denn? Mega schnell. Hui! Ja, auf den Bauch rutschen. Jetzt komm ich. Na, wie hat euch der Tag heute gefallen? Die Nachbarn sind echt mega lieb und an der Rutsche hatte es total viel Spaß gemacht. Ja, das finde ich auch. Ach, ich konnte mich auch richtig schön mit Naila unterhalten. Und das Essen war wirklich lecker. Möge Allah sie alle dafür belohnen. Amin. Oh, schon wieder mein Handy. Wow, mashallah. Schaut euch mal dieses Bild an, was mir Hamza gerade geschickt hat. Ist das etwa Maki? Er hat eine neue Mama gefunden. Ja, diese Elefantenmutter hat ihn tatsächlich mit aufgenommen. Allahumma barik. Das ist ja richtig schön. Allahu Akbar. Wisst ihr was? Ich frage Hamza mal, ob es nicht bald möglich ist, inshallah, den Kleinen mit seiner neuen Familie auf einer Safari zu beobachten. Das wäre der Mega-Oberhammer. Ja! Eine Runde durch den Nationalpark wäre echt ein super Erlebnis. Huhu, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na, sind alle bereit für die Überraschung oder hast du bis jetzt dicht gehalten, Amr? Überraschung? Was für eine Überraschung? Ja, was geht denn jetzt ab? Schatz? Wie du siehst, ist hier die Verwunderung groß. Ich habe tatsächlich überhaupt nichts gesagt. Wir werden von Hamza abgeholt für eine kleine Safari-Tour durchs Reservat. Na, was meint ihr? Hey, wie cool, Alhamdulillah. Ja, endlich machen wir eine Safari. Die Überraschung ist auf jeden Fall geglückt. Na super, ich sitze vorne bei Hamza und ihr drei könnt von oben die Sicht genießen. Und los geht's, Bismillah. So, hier ist unser Aussichtspunkt an der großen Wasserstelle. Die Tiere aus dem Reservat kommen zu unterschiedlichen Zeiten hier trinken und sich auch mal im Wasser erfrischen. Wie ihr sehen könnt, ist schon echt viel los. Subhanallah, ich bin total sprachlos. Jetzt schaut doch mal, wie schön und perfekt Allah das alles erschaffen hat. Das ist wirklich atemberaubend. So viele Tiere. Schaut mal, diese Giraffe da vorne. Das sieht ja lustig aus. Ha, ja, das stimmt. Das sieht schon witzig aus, oder? So trinken Giraffen. Sie spreizen ihre langen Beine weit auseinander, sodass sie auch mit ihrem langen Hals irgendwie ans Wasser rankommen. Und die Babys sind ja so süß. Hallo Mubarak, wirklich einfach toll. Wir müssen viele Bilder machen für unsere Freunde. Dass diese Tiere hier trinken kommen. Dort vorne ist ja ein riesiges Krokodil. Das ist doch total gefährlich. Naja, Suleiman, diese Tiere haben keine große Wahl. Es gibt nicht so viele Wasserstellen. Einige Tiere werden natürlich auch von anderen gerissen. Das stimmt dich vielleicht traurig, aber denke immer dran, das ist ihre Versorgung von Allah. Das ist ein perfektes System, wie Allah die Natur erschaffen hat.
Wisst ihr, wie man wirklich sieht, dass Allah alles perfekt erschaffen hat? Dass hier nicht ständig alle Jäger und Opfertiere aufeinandertreffen. Stimmt ja, es gibt ja eine Nahrungskette und jedes Tier muss fressen. Wie machen die Tiere das denn? Jäger wie Löwen kommen zum Beispiel eher nachts oder bei Dämmerung an die Wasserstelle, um der Mittagssonne aus dem Weg zu gehen. Herdentiere gehen eher mittags. Außerdem markieren die Tiere auch diverse Stellen und beanspruchen diese somit für sich. Also, als wenn sie einen bestimmten Teil für sich mieten. Aha, wie cool! Wenn Herdentiere zum Trinken kommen, gibt es übrigens auch immer welche, die gerade trinken und andere, die gerade Ausschau nach Gefahren halten. Genau, und wenn sich mal ein Jäger nähern sollte, halten die Herdentiere immer einen gewissen Abstand, sodass sie im Falle der Fälle noch genug Möglichkeiten zur Flucht haben. Tiere können sich durch Lautäußerung oder Körperhaltung auch miteinander verständigen. Zum Beispiel könnten Vögel Alarmrufe ausstoßen, wenn sie Raubtiere sehen, was andere Tiere warnt, sich vorsichtig zu verhalten. Ich hätte nie gedacht, dass das so interessant ist, Allahumma barak. Ich habe nicht gedacht, dass Nashörner so riesig sind. Schon der Hammer, oder? Und sie sind auch ganz schön gefährlich mit ihrem Horn. Deswegen müssen wir immer auf der Hut sein und nicht in das Leben der Tiere eingreifen, außer es besteht wirklich ein triftiger Grund dazu. Genießt ihr mal noch ein bisschen diese Aussicht und danach zeige ich euch noch was anderes. Talha, dann bist ganz besonders du gefragt. Na, da bin ich ja mal jetzt gespannt. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah All thanks are due to him. Wo sind wir denn hier? Das ist unser kleiner Zoo, wobei es nicht wirklich ein richtiger Zoo ist. Hierhin machen wir mit ausgewählten Gästen und kleinen Gruppen hier und dort Ausflüge hin. Hier können wir den Menschen mehr von unserer Arbeit zeigen. Tiere, die von der Quarantäne kommen, werden hier wieder aufgepäppelt, wenn direkt an der Wildtierstation kein Platz ist. Und es gibt hier auch besondere Projekte. Hier haben wir zum Beispiel auch Maki mit seiner neuen Mama zusammengebracht. Subhanallah! Und nun haben wir hier ein Projekt, das dich bestimmt besonders interessiert, Talha. Komm mal mit. Hey, mein lieber Nugget. Na, mein Guter? Subhanallah, er kommt sofort zu dir gerannt. Im Gehege nebenan ist ja ein Löwe. Allahumma barak. Heißt das, dass Nugget in dieser Familie mit eingegliedert werden soll? Ganz genau, Talha. Und da Nugget ganz schön nervös zu sein scheint, haben wir gedacht, du kannst ihm ein bisschen Gesellschaft leisten, wenn du möchtest. Ja klar, lieb gerne. Darf ich rein? Ich war ja mittlerweile schon einige Male und habe ihm auch die Flasche gegeben. Ihr zwei habt ein ganz besonderes Verhältnis. Ja, du darfst auch wieder ein bisschen rein. Wir haben es schon besprochen. Du hast vielleicht ein Glück, Allahumma barik. Das ist so cool. Schau mal, du brauchst keine Angst zu haben. Das könnte deine neue Familie sein. Da hast du sogar andere kleine Löwen zum Spielen. Wie läuft denn so eine Zusammenführung ab? Ich stelle mir das nicht ganz so leicht vor, oder? Ha, das stimmt. Und manchmal klappt es gar nicht. Wir unterteilen das in Phasen. Die erste Phase läuft nun. Die Mutter bleibt im Nebengehege, so wie Nugget. Voneinander getrennt. Sie nehmen den Geruch vom jeweils anderen wahr und können sich erstmal daran gewöhnen. Was passiert dann? Wir werden in der zweiten Phase den Zaun ändern, sodass sie sich auch mal mit Kontakt beschnuppern können. Diese Phase ist entscheidend. Hier müssen wir ganz genau auf die Körpersprache der Tiere achten und wie sie aufeinander reagieren. Und dann werden sie zusammengeführt. Der letzte Schritt ist der spannendste, denn irgendwann müssen sie ja tatsächlich auch mal richtig aufeinandertreffen. Zeichen, dass diese Phase auch gut laufen wird, sind zum Beispiel, dass die Mutter versuchen wird, das Junge schon durch das Gitter zu putzen. Oder wenn sie sich ihm immer wieder nähert. Das möchte ich unbedingt mitverfolgen, inshallah. Das haben wir uns schon gedacht, Allah. Ich werde dich gerne immer mitnehmen, wenn wir hier in eine neue Phase überlaufen. Und du kannst Nugget natürlich auch immer besuchen hier. Zumindest bis er und die neue Mutter zusammengeführt wurden. Genau, danach wird das leider nicht mehr möglich sein.
denn dann wird die neue Löwenmama Nugget auch beschützen wollen und sich eventuell als Gefahr für ihre Jungen wahrnehmen. Ja, das ist verständlich. Schade. Aber es war bis hierhin eine einfach mega tolle und einmalige Chance. Und glaub mir, Nugget wird dich immer erkennen, Inshallah, da ihr so ein enges Verhältnis in seinen jungen Babyjahren geknüpft habt. Das macht mich echt glücklich und ich würde mich sehr freuen, ihn später mal im Reservat mit seiner eigenen Familie zu sehen, Inshallah. So, jetzt ist nicht mehr viel Zeit, dann geht's endlich los zur Arbeit. Mann, freue ich mich, heute kann ich endlich mal mein Können als Chiropraktiker unter Beweis stellen. Was steht denn so an? Ich kann es selbst noch kaum glauben, aber es wartet tatsächlich eine Giraffe auf eine Behandlung von mir. Eine Giraffe? Subhanallah. Total verrückt, ob man sich jemals daran gewöhnen wird, mit diesen tollen, außergewöhnlichen Tieren zu arbeiten. Was fehlt der Giraffe denn? So ganz weiß ich es selbst noch nicht. Sie humpelt etwas, aber man kann keine Verletzung erkennen. Dr. Bachil hat sie auch schon durchgecheckt und hat nichts gefunden. Deswegen werde ich das Ganze heute mal abtasten und schauen, was ich machen kann. Inshallah kannst du der Giraffe helfen. Ich bin heute mit Naila verabredet. Sie kommt mit den Kindern nachher rüber. Oh, Moment. Na, hier klingelt mein Telefon aber oft. Assalamu alaikum, hier ist Amr. Wa alaikum salam, Amr, mein Lieber. Na, alles gut bei dir? Hab gehört, du bist heute bei unserer guten Mrs. Tragedy. Oh, Bilal, schön, dass du anrufst. Genau. Was gibt's bei dir? Ich wollte dich fragen, ob du mich nach deinem Termin mit Mrs. Tragedy auf eine kleine Mission begleiten möchtest. Du kannst ja deinen Ältesten mitnehmen. Hört sich interessant an. Um was geht's denn? Wir gehen auf eine Rettungsmission ans Grenzgebiet. Wird bestimmt interessant für Talha. Details gibt's dann später. Alles klar, dann sehen wir uns nachher an der Station. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Freu mich. Ich kann mir schon denken, was du zu lachen hast. Wer denkt sich denn bitte solche witzigen Namen für die Tiere aus? Hat jedes der Tiere im Reservat einen Namen? Tatsächlich ja. Jedes Tier, welches verzeichnet ist, bekommt auch einen Namen. Und ja, einige davon haben es echt schon in sich. Weißt du, wie das größte Krokodil im Reservat heißt? Gigantogator. Na, dann wünsche ich euch beiden mal viel Spaß. Talha wird sich freuen und Suleiman kann mit den Freunden spielen. Wow, Papa, ich möchte gleich unbedingt mit zur Giraffe, aber ich gehe kurz Nugget Hallo sagen. Wie läuft es eigentlich gerade bei ihm? Hamza ist ununterbrochen dabei und es läuft gut, Alhamdulillah. Das Gitter wurde gekürzt und die Mutter zeigt großes Interesse an ihm. Ich denke, lange wird es nicht mehr gehen, bis sie ganz aufeinandertreffen können, Inshallah. Das ist super, ich komme gleich nach. Den langen Hals kann ich auch nicht verfehlen. Bis gleich. Bis gleich, Talha. So, dann wollen wir mal zu unserer Dame. Assalamu alaikum, Amr. Schön, dass du da bist. Na komm, lass uns gleich rein zu Mrs. Stretchy. Alles klar, bin mal gespannt, ob ich helfen kann. Also, meine Liebe, dann lass mich mal ein paar Griffe machen. Haha, Amr, das hört sich ja an, als würde gleich was brechen. Allerdings, aber keine Sorge. Diese Geräusche sind ganz normal bei dieser Arbeit. Und ich habe tatsächlich schon im Gefühl, dass es helfen kann. Da bin ich. Assalamu alaikum, Dr. Bachil. Hey, Talha. Wa alaikum salam. Schön, dass du deinen Papa begleitest. Boah, Papa. Was knackt denn da so? Dieses Knacken kommt zustande, wenn durch meine Griffe Luft oder Gas aus den Gelenkkapseln entweicht. Die gute Mrs. Stretchy hat da ein paar echt große Blockaden in den Gelenken sitzen. Hanallah, was für ein Segen, dich hier zu haben. So, mehr kann ich für heute nicht tun. Ich werde aber noch ein paar Folgebehandlungen machen müssen. Alles klar. Na, meine Gute? Fühlt sich dein Bein schon beweglicher an? Eine ganz brave bist du. Du darfst noch ein Weilchen hier bei uns bleiben. Na gut, Talha, wir treffen Bilal noch an der Wildtierstation für eine besondere Mission. Oh, cool. Dann bin ich echt gespannt. So, ihr zwei, will ich euch mal einweihen. Wir fahren jetzt an die Reservatsgrenze. Unsere Nashorn-Dame Penny hat irgendwie ihr Baby verloren. Und dieses wurde genau an der Grenze zum nächsten Gebiet gesichtet. Hä? Wie kann denn ein solches Riesenbaby verloren gehen? Sehen wir es ihr nach. Sie ist das erste Mal Mutter. Allahu alam, wie der Kleine ausbüchsen konnte. Normal bleiben nämlich Babys immer in der Nähe ihrer Mütter.
Ich habe heute Vormittag eine Falle aufgestellt, mit ordentlich was zu fressen drin. Im besten Falle haben wir den Kleinen jetzt in der Falle sitzen. Schau mal, da vorne ist die Falle. Was ist eigentlich außerhalb dieser Grenze? Da fängt ein neues Gebiet im Reservat an. Das Reservat ist so groß, dass es in 5 Gebiete eingeteilt wurde. Jedes Gebiet hat ihre eigenen Stammtiere und ihre eigenen Mitarbeiter. Aber dennoch stehen wir auch natürlich in Kontakt zueinander. Hey, da ist doch was drin, oder? Ich sehe einen Schatten herumlaufen. Na, warst du erfolgreich? Lasst uns mal durch die Löcher schauen. Wie kommst du denn bitte hier rein? Was ist denn da drin? Auf jeden Fall kein Nashornbaby. Ich mach mal auf. Oh, was war das denn? Ist das etwa das berühmt-berüchtigte Okapi Solostar? Ganz genau. Was ist das denn für ein seltsamer Name? Wir haben echt keine Ahnung, aber aus der Okapi-Herde ist immer dieses eine Tier immer mal wieder irgendwo alleine anzutreffen. Und das ist höchst ungewöhnlich, da solche Tiere ja sicherer innerhalb ihrer Herde sind. Er ist wirklich ein Solostar. Okay, das heißt für uns wohl warten und nochmal das Fressen in der Falle auffüllen. Wir fahren wieder ein Stück weiter weg und ich schaue mal durchs Fernglas. Denn nach Infos des anderen Gebiets zufolge ist der kleine Ausreißer auf jeden Fall hier irgendwo. Jackpot! Ist er endlich drin? Ja. Was machen wir denn jetzt? Wir stellen den Truck genau hinter die Falle, dann mache ich die Tür auf und hoffentlich läuft der Kleine dann hinten in den Anhänger rein. So, und nun der große Moment. Oh Allah, bitte lass alles gut gehen und vereine Mutter und Baby wieder erfolgreich miteinander. Oh Allah, auf dich vertrauen wir und du bist wahrlich zu allem mächtig. Allahumma amin. Alhamdulillah! Wo ist denn die Mutter überhaupt? Die Mutter ist an der Wasserstelle. Ich habe sie heute Morgen gefunden und Abdullah dort den Auftrag gegeben, sie zu überwachen. Er ist ihr auf Schritt und Tritt gefolgt und hat mich immer auf dem Laufenden bezüglich ihres Standorts gehalten. Wie werden wir das schaffen, dass sie nicht ausrastet und den Schock rammt oder so? Der Mutter werden wir als Ablenkung genügend Futter platzieren. Das Baby werden wir aus guter Entfernung herauslassen. Dann schauen wir erstmal, was passiert. Im besten Fall werden sich die beiden sehen und wir haben ein Happy End. Wow, ich bin gespannt. Hier ist eine gute Stelle, oder? Dort vorne steht unsere Penny. Genau, ich werde schnell rausgehen und den Anhänger aufmachen. Das Baby sollte eigentlich von hier seine Mama auf jeden Fall sehen. So, das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt hat auch Penny ihr Baby bemerkt. Ach, wie schön, eine gelungene Mission. Hey Talha, das Baby von Penny hat noch keinen Namen. Hast du Lust, es zu benennen? Wirklich? Ja, wie toll. Lass mal überlegen. Es darf ruhig verrückt oder lustig sein. Na, jetzt bin ich aber mal gespannt. Ich hab's. Mit dem Namen wird er der coolste überhaupt sein. Rhinotronic. Ach du meine Güte. Wollen wir nochmal an die Buschrutsche gehen vielleicht? Ach nee, da waren wir vorhin schon. Lass uns was mit Lego bauen. Nee. Was wollen wir denn dann machen? Assalamu alaikum, ihr Lieben. Ich bin wieder da und habe Feierabend. Na, was macht ihr denn Schönes? Wa alaikum salam.
Papa, uns ist so langweilig, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Ach wirklich? Dabei gibt es hier doch nun genug zu tun. Aber ich habe etwas für euch mitgebracht, was bestimmt interessant ist für euch. Was denn? Ihr wisst doch, dass die Wildtierstation gerade renoviert wird. Schaut mal, was da in einem Hohlraum in der Wand versteckt war. Oh, was ist das denn? Hey, das gibt's doch nicht. Das sieht aus wie eine Schatzkarte. Cool. Na, wollt ihr auf die Schatzsuche gehen? Aber sicher doch. Kommt, wir gehen gleich los. Studiert erstmal die Karte, damit ihr auch wisst, wohin ihr gehen müsst. Ja, gute Idee. Viel Spaß euch. Mashallah, wie cool ist das denn? Lasst uns gleich mal schauen. Da ist ein Startpunkt und ein Ziel eingezeichnet. Der Start muss die Wildtierstation sein. Das ist eindeutig. Schaut euch mal den eingezeichneten Weg an. Er führt zum größten Baum. Das kann nur einer sein, oder? Sieht so aus, als würden wir heute doch noch zur Buschrutsche gehen. Lasst uns gleich los. Das ist er. Der größte Baum, den es in der Umgebung gibt. Was machen wir nun? Sieht ganz so aus, als müssten wir wohl ein bisschen graben. Wir teilen uns auf. Jeder buddelt um den Baum herum. Wer was findet, sagt Bescheid. Bei mir scheint nichts zu sein. Ich mach das Loch wieder zu. Bei mir sieht's auch schlecht aus. Schaut alle, bei mir. Hier ist tatsächlich etwas. Eine kleine Kiste. Boah, was ist da bloß drin? Vielleicht werden wir reich. Haha, die Träumerin. Kann doch sein, dass es ein Goldschatz ist. Dann kann ich mir eine Puppe kaufen. Wieso sollte jemand den Weg zu seinem Schatz malen? Und wenn es Geld sein sollte, dürften wir es sowieso nicht einfach so nehmen. Das ist und nicht unser Recht. Ja, da hast du recht. Macht es auf. Jetzt wird es spannend. Oh, okay. Scheint, wir müssen noch weitersuchen. Es ist eine weitere Karte drin. Oh, subhanallah, das ist aber spannend. Lasst uns die Löcher wieder zugraben und schauen, wo wir jetzt hin müssen. Ich verstehe auf dieser Karte nur Bahnhof. Du bist auch noch kleiner. Das ist nicht schlimm. Schau mal, wir sind hier beim X und dort zum Ziel müssen wir hin. Da ist ein Weg über den Fluss gezeichnet. Aber welcher soll das sein? Ich erinnere mich an etwas, das Papa mal erzählt hat. Vor langer Zeit, als die Wildtierstation gegründet wurde, da lief ein großer Fluss etwas weiter weg von der kleinen Wasserstelle entlang. Aber den gibt es nicht mehr. Das muss bestimmt der richtige Weg sein. Die Karte muss schon ziemlich alt sein, Subhanallah. Na dann, lasst uns doch mal dorthin gehen. Hey, liebe Kinder! Wisst ihr was? Play Muslim gibt es nun auch auf Englisch. Lasst uns doch hier auch ein Abo da. Wir würden uns sehr freuen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und nun geht es weiter mit dem Video. Viel Spaß dabei! Wenn euch das Video bisher gefallen hat, lasst uns doch kurz ein Like da. Oha, das kann man nicht mehr Fluss nennen. Da können wir einfach so rüber. Komm, wir machen einen auf Abenteuer und balancieren über den Holzstamm. Coole Idee, ich gehe zuerst. Wir können zwar hier nicht ertrinken, aber dennoch nass werden, wenn wir ausrutschen. Also passt gut auf. Bismillah. So, in der Karte war eine kleine Palmenansammlung aufgezeichnet. Und in der Mitte müssen wir wieder buddeln. Da vorne ist es. Ich buddel. Hey, ich hab es! Wieder eine kleine Kiste. Mach auf, mach auf! Das ist ein Schlüssel mit einer Notiz drin. Für die abgeschlossene Kiste im Keller der Wildtierstation. Lass uns schnell zurückgehen. Salam alaikum, Kinder. Na, was treibt ihr denn hier relativ weit draußen? Wa alaikum salam. Mein Vater hat uns eine Schatzkarte gegeben. Ach, das olle Teil, das wir bei der Renovierung gefunden haben, war doch sicherlich kein echter Schatz drin, oder? Und ob! Wir haben einen Schlüssel bekommen für irgendeine abgeschlossene Kiste im Keller der Station. Subhanallah, wir haben eine abgeschlossene Kiste gefunden, aber haben sie einfach nicht aufbekommen. Ja, Alhamdulillah. Und wir haben den Schlüssel gefunden. Na, ihr seid ja tolle Pfadfinder, mashallah. Na kommt, springt ins Auto, ich bringe euch zur Station. Dann schauen wir mal, was da drin ist. Ja, cool, wir sparen uns den Rückweg. Hier ist das gute Teil.
Na, seid ihr bereit, es aufzumachen? Ja, schon, aber seid nicht traurig, wenn da nichts Tolles drin ist. Ja, wer weiß, was da drin ist, aber auf jeden Fall hat uns die Schatzkarte eine tolle Zeit beschaffen, oder? Allerdings, so lasst uns mal gucken. Was haben wir denn da? Einige handgeschnitzte Tierstatuen, ein Bild und ein Brief. Die sind selbst gemacht. Wow, cool, die sehen ja toll aus. Was steht im Brief? Assalamu alaikum, ihr tollkühnen Schatzkartenfinder. Wenn ihr diese Kiste öffnen konntet, dann habt ihr unseren Schlüssel gefunden. Wir wollten euch damit ein tolles Abenteuer präsentieren. Die Tiere wurden von einheimischen Helfern aus dem Baum geschnitzt, mit dem die ursprüngliche Station erbaut wurde. Wer sie findet, dem gehören sie. Passt gut drauf auf, so wie auf die Wildtierstation. Mashallah, wie schön. Sieht so aus, als würden euch diese Figuren nun gehören. Lasst uns sie aufteilen und gut behüten. Ja, und wir werden alle gut drauf aufpassen. Wir sollten das zum Grund nehmen, uns immer gut um die Station zu kümmern. Unsere Eltern tun es jetzt und wir sollten die Nächsten sein, inshallah. Ein schönes Ziel, Allahumma barik. Schaut mal, das war wohl das Gründerteam der Wildtierstation. Dieses Bild ist ca. 120 Jahre alt. Subhanallah. Assalamu alaikum, Schatz. Na, was gibt es? Wa alaikum salam. Hey, sag unbedingt den Kindern, dass sie zur Wildtierstation kommen müssen. Wir haben hier ein neues Tier. Das wird bestimmt echt schön für sie. Oh, ich bin gespannt. Ja klar, ich sage ihnen, dass sie gleich aufbrechen. War das Papa? Was ist denn los? Sie haben in der Station irgendein neues Tier. Ihr sollt kommen. Anscheinend wird es bestimmt spaßig für euch. Ich bin gespannt. Lass uns gleich los. Vielleicht hast du bald noch ein anderes Tier als Nugget zu Freund. Oder das Tier sucht sich dich als Freund aus. Hehe, komm, lass uns los. Alles klar, bis später, Mama. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, viel Spaß. Ich sehe schon, ein Affe. Haha, der klebt ja an Papa wie ein kleines Baby. Assalamu alaikum, Jungs. Darf ich vorstellen, das ist der kleine Smarty. Wie süß er ist, Allahumma barik. Oh, ich glaube, er will runter zu dir. Ah, er ist ja viel zu schwer, Subhanallah. Kipp ja um. Ja, der Kleine ist wohl noch ein bisschen zu schwer für dich. Na komm mal her, du kleiner frecher Kerl. Was ist mit ihm? Seine Mama ist leider verletzt und wird gerade operiert. Solange bis sie wieder aus der Narkose aufgewacht ist, müssen wir ein bisschen auf ihn aufpassen. Habt ihr Lust? Ja, klar, super gerne. Okay. Ich hole mal von drin ein paar Bananen für ihn, okay? Ihr schafft das schon ein paar Minuten. Okay. Er ist wie ein Kleinkind, keine Sorge. Okay, Papa, wir bekommen das schon hin. Oh, Kleiner, was machst du denn da? Ich bin doch keine Kletterranke. Aha, das sieht witzig aus. Er will an dir hochklettern. Der ist echt schwer, mashallah. Hey, Smarty, wo läufst du denn hin? Bleib hier. Das ist gar nicht gut. Schnell, wir müssen ihn wieder einfangen, bevor Papa rauskommt. Schnell, hinterher. Boah, der ist schnell. Wo will er denn hin? Subhanallah, lauf schneller. Ich laufe doch so schnell ich kann. So, da bin ich wie... Suleiman? Talha? Wo seid ihr denn? Oh, vielleicht habe ich ihnen doch zu viel zugetraut mit dem quirligen Kerl. Ich denke, ich muss sie wohl suchen gehen. Was sollen wir denn jetzt nur machen? Er hockt komplett oben auf dem Baum. Dem scheint es sogar noch zu gefallen. Naja, immerhin klettern Affen ja gerne. Ich habe eine Idee. Wir verstecken uns da vorne und warten mal, was er macht. Vielleicht bekommt er ja Angst alleine und läuft uns hinterher. Er sieht zwar nicht so aus, aber ein Versuch ist es wert. Subhanallah, er spielt einfach weiter. Guck, er kommt runter. Lass uns wieder auf ihn zugehen. Nein, jetzt läuft er schon wieder weg. Oh, Suleiman, komm schnell. Was sagen wir nun, Papa? Assalamu alaikum, Dr. Bakhil. Na, wie lief der Eingriff? Wa alaikum salam, alhamdulillah. Es war ja nur etwas Kleines. Unsere Gina ist nun wieder wach und sucht schon nach dem kleinen Smarty. Du kannst ihn bringen, dann können wir sie wieder rauslassen bei ihrer Gruppe. Ja, da gibt es ein kleines Problemchen. Was ist denn? Ist alles okay? Ich habe ihn 2 Minuten mit Talha und Suleiman alleine gelassen und anscheinend ist er ihnen ausgebüxt. Ach nein, subhanallah. Na dann beeil dich lieber mit der Suche, sonst haben wir eine wütende Affenmama hier. Ich gebe mein Bestes. Inshallah kann ich den Kleinen gleich bringen. Suleiman,
sitzt da hinten neben der Palme. Vielleicht muss er sich ausruhen. Oh, das muss ich auch. Ich kann nicht mehr, Talha. Suleiman, du musst aber. Nee, sammel mich einfach später hier wieder ein. Schließlich müssen wir auch wieder zurück. Ah, na gut, bleib genau hier, okay? Ich ruhe mich nicht von der Stelle. Ich bin total kaputt. Nein, Smarty, er rennt schon wieder weiter. Bis später, Suleiman. Nugala, die Erfolg geben. Ich bin kaputt. Smarty, mein Lieber, komm mal schön zu mir. Ach, es nützt nichts. Ich habe nicht mal ein Telefon dabei, um Papa Bescheid zu geben. Wo will er bloß hin? Oh, er dreht um. Komm schon. Hä? Der läuft doch im Kreis. Hey, der veräppelt mich auch noch. Denkt er, wir spielen Fang oder was? Ah! Hey, da vorne ist der Reservatszoo. Vielleicht kann mir dort jemand helfen. Perfekt, er läuft direkt rein. Dr. Bachir! Dr. Bachir, ich brauche Hilfe! Der kleine Affe sitzt da im Gehege? Assalamu alaikum, mein lieber Talha. Scheint so, als hätte sich Smarty ganz alleine zu seiner Mama aufgemacht. Das ist Smartys Mama? Ganz genau. Die Gute wurde schon ganz nervös hier ohne ihren kleinen schwächen Kern. Oh, Alhamdulillah. Ich bin ja so froh und so kaputt. Bist du ihm den ganzen Weg von der Wildtierstation bis hierher etwa hinterhergelaufen? Ja, und er hatte mich schon zwischendurch noch ganz schön veräppelt und ist noch extra im Kreis gelaufen. Der hat echt eine gute Ausdauer. Ja, das hört sich wirklich nach Affenbaby an. Ich ruf mal deinen Vater an und sag Bescheid, dass der Kleine hier angekommen ist. Ach, ich bin groggy. Subhanallah, Alhamdulillah, ist alles gut gegangen. Hey Talha, ist alles okay? Ja, oh, du hast so eine Menge gefunden, Alhamdulillah. Ja, den Arm habe ich völlig fertig aufgegabelt. Ihr hattet wohl eine anstrengende Zeit mit dem Kleinen. Guck mal, Talha, wir haben Bananen dabei und dürfen sie doch noch verfüttern. Na dann mal rein mit uns, den Affen etwas Gutes tun, bevor sie wieder nach Hause dürfen. Süß sind die ja schon. Nur gut, dass sich gleich die Mama wieder um diesen Wirbelwind kümmert. Hey Kinder, ein weiterer spannender Tag in der afrikanischen Savanne geht zu Ende. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Vergesst nicht das Like und das Abo. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.